Sie sehen die erste wöchentliche Reportage im Internet in voller 45-Minuten-Länge. Ich bin Jörg Buschka und Sie sehen Buschka entdeckt Deutschland. Ich entdecke für Sie Menschen und ihre Geschichten ganz ohne Drehplan. Es gibt natürlich Entertainment exklusiv beim Sender Ihres Vertrauens, 7Load. Geschichte des Lebens, gleich vor deiner Haustür. Das Leben liegt draußen, aufstehen und raus hier. Buschka entdeckt Deutschland. Das fängt da dran. 5 Zeichen sind da regelrecht dran. Das heißt, auf jeden Fall das Teil. Ja, die Buchstaben machen so einen gewöhnlichen Eindruck. Das stimmt. Ja. Das ist ein bisschen russisch. Warum machen? Oh! Ein Phönix oder was ist das? Ja, ich sehe es einfach als Paradiesvogel. Paradiesvogel, ja. Ja. Muss man zeigen? Darf ich das gerade mal hier so? Als Brosche oder als Brosche? Ah ja. Kann man das unten abmachen? Nicht abmachen, aber man kann die Kette... Ach, da unten. Das ja, genau. Das putzt doch schon mal, oder? Ein Paradiesvogel? 2 Paradiesvögel. Hm. Sieht auf jeden Fall wertvoll aus. Sehr, sehr schön, ja. Wunderschön. Mal von da. Ja, da kommt es am besten raus, das stimmt. Mal schauen, bring's mir den Determinanten her und trinken wir zusammen eine Melange. Oder auch das 2. Das ist das Stilfall. Wo ist denn das Fräulein? Da sind sie dahinter. Ich sag's dir. Das ja. Ach, das ist ja der Moderator. Da können wir uns jetzt nicht dazwischen drängen, aber den frage ich gleich mal. Ich der Kamera besprochen. In der Aktion ausführlich gesagt. Ja? Ich werde Ihnen nachher einen anziehen. Das ist die Kamera. Das ist das Haar. Also ich habe gerade die Info bekommen, den jetzt nicht fragen, weil das ist eine heiße Phase, verstehe ich auch. Soll ich dir helfen? Ja, kannst du vielleicht auch machen. Die klauen das nicht. Wenn die mal so guck mal, wenn wir jetzt so zum Abend ja. Defilé... Stellt sich jetzt hier ein Korsett noch dazu vor, vielleicht so. Ja, wirkt natürlich auch. Die Brosche da noch zu. Nicht. Und die Ohrhänger da noch. Ah ja, die auch noch. Das nein, das ist der Originalverschluss. Ah, so. Das ist auch Bernstein. Ja. Und das wurde. Das ist Original Bernstein. Das ist Original Bernstein. Das ist aber ganz, das wurde sozusagen. Ich habe ja als Kind an der Ostsee immer Bernstein besucht. Meine Tante Monika hat gesagt, guck mal da im Sand, da ist Bernstein. Ich habe überall geguckt, die anderen Kinder spielten im Meer und ich habe immer nur Bernstein gesucht. Haben Sie etwas gefunden? Ich habe nie Bernstein gefunden. Ich war auch deshalb noch nie im Meer schwimmen. Ich habe immer eine ganze Menge. Ja. Nur man musste da ein Auge für haben. Weil der Bernstein, der direkt im Wasser liegt, der sieht nicht nach Bernstein. Dann zeig ich doch mal ein bisschen näher. Ja, wie findest du das denn überhaupt? Das ist nichts Wertes. Den Jan hat man heute noch nicht gesehen, das muss sich ändern. Den müssen wir auch mal zeigen. Jan, findest du das auch so schnuckelig wie ich? Absolut. Jan, zeig mal bitte ganz nah, wie ich das abmache. Hör auf! Welchen Sternchen machen? Oh, ich gebe Ihnen mal ein Zettel. Ja. Kann ich mal den Hut aufziehen? Ja. Ja? Ja, nicht? Ich darf den Hut nicht aufziehen. Aber so einfach meine Oma auf. Dann setze meine Mütze auf. Da. Die Farbe kommt jetzt. Kleine Engelchen. Das ist aber schön. Ja, vor allen Dingen weiß ich überhaupt nicht, wie alt das ist, weil ich das als Kind von einer Dame geschenkt bekommen habe, die auf der Flucht ihre beiden Kinder verloren hat. Mhm. Ich war damals auch ein Kind und dann hat sie mir das geschenkt. Und dann weiß ich das jetzt als Erwachsener eigentlich erst zu schätzen. Mhm. Es
muss schon etwas älter sein, denn es ist so eine alte Schrift, gell? Mhm. Sankta Maria. Genau sowas habe ich auch. Ja, ja. Wo war das? Woher ist diese Frau geflüchtet? Von wo? Ja, die kam aus Ostpreußen und wir waren aus Schlesien geflüchtet. Mhm. Also wahrscheinlich 1945. Ja, ja. Haben sie sich getroffen. Ja, mhm. Und ich habe bei ihr eine Zeit lang Englisch gelernt, damit ich dann gleich in die Quinta gehen konnte, weil ich durch die Flucht die Zeit verloren hatte. Und da hat sie mir das dann als Abschluss geschenkt. Und das ist schön. Und das jetzt interessiert mich mal, wie alt das ist. Dürfte wohl die Johanna mal ihr Diadem anprobieren? Anprobieren? Ja. Ja, wenn sie sich die Frisur so macht, dass das reinpasst. Ja, dürfen wir das machen? Ja. Ich bin auch ganz vorsichtig. Total filigran. Das ist auch hell. Das macht man mit Haarnadeln fester. Ich kann es ja mal anhalten. Ich schmeiß mal nicht runter. Oha. Leider etwas durchnässt. So? Ja. Also ich möchte jetzt nicht wissen, wie ich das aussehe. Prinzessin Johanna, das steht dir aber sehr gut. Jedenfalls ist es gut. Das ist von 1815 ist das zur Hochzeit geschenkt worden. Mhm. 1815 zur Hochzeit? Ja. Na ja, klar. Von ihren Eltern. Sind das Vorfahren von ihr? Ja. Ach ja. Echt, Sie wissen, mit wem Sie von 1799 verwandt waren? Noch vorher. Ja. Davor auch noch? Ja. Die hängen alle in Stralsund im Rathaus. Mhm. Oh. Ich kenne das mit einer Taschenuhr bei der Sendung. Da haben Sie bestimmt gute Chancen. Würde ich sagen, von der Einschätzung her. Ich weiß es nicht. Es ist ein Erbstück. Ich weiß auch nicht, von woher das. Mhm. Da war das Glas kaputt. Da habe ich das erneuern lassen. Mhm. Ne? Und die funktioniert auch noch? Bitte? Die funktioniert noch? Ja, die geht. Muss man so aufziehen? Ne? Ja, die muss man aufziehen. Ich hatte sie hier mal aufgezogen. Ich hatte es mal in Jules Beulier, ne? Und er hat gesagt, also die ist sehr alt, aber das wäre ein ganz tolles Uhrwerk da drin. Mhm. Und die geht auch noch genau? Ja. Ja, viel Erfolg damit. Viel Freude. Boah, das ist ja richtig, richtig alt. Wir nehmen mal an, es war mal eine Halskette. Genau. Also ganz das ist, eng, das ist dann später umgearbeitet worden als Armband und als Halskette. Als Armband auch? Ja, das ist das Armband ja. Und das ist als Halskette. Das obwohl die Johanna das mal anprobieren darf. Darf ich mal das Armband? Ja? Richtig, bei Hofe heute, bei Hofe. Ja, das ist echt toll. Da braucht man sonst gar nichts dazu, also das spricht für sich. Nur eine schöne helle Haut. Ja, natürlich. Nee, das ist toll. Und die Steine sind wahrscheinlich echt, oder? Ich weiß es nicht. Wir sind auch nur stellvertretend für Schwager und Schwägerin hier, weil sie konnten leider den Termin nicht wahrnehmen. Deshalb haben wir beide heute die Vorstellung übernommen. Der Schmuck stammt wohl aus dem Münsterland. Man könnte annehmen, es ist vielleicht ein Hochzeitsschmuck von früher gewesen, den die Braut trug oder so. Inwieweit jetzt halt Steine und alles echt ist, das hoffe ich heute Abend oder heute noch hier zu erfahren. Ich habe in Münster Zivildienst gemacht. Vielleicht ist hier noch mein Zunftzeichen drauf. Ja, weil wir hatten da nichts zu tun an der Pforte. Und dann habe ich manchmal. Nee. Wie so ein Weltmeister. Ja, ja, genau so wie die Handballer vielleicht. Stand up for the champions. Ich habe leider keine Pompons. Ja, wir sind Handball-Weltmeister. Ein Rieseneisbecher. So ein Spaghetti-Eis, da so reinfüllen. Aus diesem Ding da. Aus diesem. Und hier? Das ist der Heilige Gral. So ein bisschen, das sieht so ein bisschen aus wie ein Messbecher. So ein Mess. Wir haben den Heiligen Gral gefunden.
Ich war nämlich mal katholischer Messdiener und hat man erst so geklingelt und dann wurde der Kelch überfallen. Ja, ich wollte etwas besser von der Heiligen Messe sprechen. Ich habe das dann nur beschrieben. Ja. Aber etwas Charlotte. Ich habe gesagt, ich habe da geklingelt. Ja, ja. Und dann? Ich habe gesagt, ich habe da geklingelt. Ich wurde vorgeworfen, ich hätte über die salopp über die Heilige Messe gesprochen. Ich habe nur geklingelt. Ja. Ich habe salopp über die Heilige Messe gesprochen. Das wüsste ich aber. Mensch. So, Sie haben wirklich sehr schöne Sachen hier. Ich hätte gerne einen Ring. Ja, wir finden uns. Such mal einen Ring. Auch wieder eine Doppelung. Eine Perle aus Fulda zieht ihm die Perle an. Ja. Oh. Hör mal. Das ist sehr schön. Super, oder? Ja. Zieh du das mal. Passt mir überhaupt nicht. Passt dir genau. Wer Korsett trägt, der kann auch Ringe tragen. Ach Mensch, hör mal. Liebe Johanna, für deine Mitarbeit hier ein kleines Dankeschön. Oh, das ist ja nett. Oh, danke, das ist ja toll. Blumen extra für mich. Ich habe schon lange keine Blumen mehr von deinem Mann bekommen. Das ist echt toll. Danke. Wieso hast du lange keine Blumen mehr von deinem Mann bekommen? Naja, es war gerade Valentinstag, aber ich habe keine Blumen bekommen. Ach so. Schade, ne? Dafür kriege ich heute. Wir schmuggeln uns irgendwo ein, da wird richtig knusprig. Knusper machen wir hier. Ordentlich Schmackofatz. Ja, weißt du hier, bist du bei Arme, Leute. Habt ihr etwa Hunger? Ja. Hallihallo. Hallo. Das war schon. Das war mal das mit diesem, keine Augen und Blut läuft aus den Augen. Das ist ja eklig. Das ist ja Ekelitschka, Herr Kapitän. Das ist Move, oder? Move, da hat neulich, gab es da irgendwie bei, hat Lagerfeld auf der Berlinale was zur Farbgebung gesagt. Ja. Und meinte so, nein, das ist nicht Move, es nennt sich Candy, so und so. Das war dann noch eine andere Farbe. Ja. Lagerfeld hat. Oder er hat gesagt, das sei Move, eins von beiden. Move. Schatz, wo ist eigentlich das Auto? Ich hab's auf dem Move gebracht. Auf dem Move. Johanna? Johanna ist ja heute unser. Das ist die Johanna und sie sieht schnuckelig aus. Da macht sie sich was um den Hals und da geht sie damit nach Haus. Nehmen wir das Tee? Das wäre der Klassiker. Ich würde sagen Move. Move? Ja. Das ist aber schon sehr alt. Aber was mich jetzt wundert, warum ist hier eine Korn und hier nicht? Weil die ist garantiert genauso weltweit. Stell dir mal vor, der Jan. Ja, der animiert mich jetzt irgendwie zum Alkohol trinken während der Moderation und ich stolper rum und schmeiße diese Move-Schachtel darunter. Nee, man das sollte diesen. Das habe ich nicht gelernt. Das müssen wir. Wir müssen das dann. Wie bei Sturm der Liebe, da musst du ja. Du guckst Sturm der Liebe. Ich gucke Sturm der Liebe. Ich hab's auch mal gesehen. Ja. Nee, wegen. Es ist wirklich gut gemacht. Es ist wirklich gut gemacht. Und es wird in Bayern hergestellt. Ja, stimmt. Ich gucke regelmäßig Sturm der Liebe. Aber ich finde, jetzt ist ja Laura weg und Alexander schon lange jetzt, wenn das gesendet wird. Und die machen das aber ganz gut. Dieser Lorenzo Katan und diese junge Frau. Mensch. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja. Genau, und da haben die so eine Madonna runtergeschmissen. Die haben sie nachher irgendwie dann wieder zusammengedreht. Glück gehabt. Während ich über Sturm der Liebe... Hier ist der Spiegelsaal, wir sind schon da. Ne? Haben wir hier denn jetzt überhaupt genug gesehen, Jan? Komm bitte nochmal. Komm, zeig doch mal.
Auf die Stühle darf man sich anscheinend auch draufsetzen, wenn da keine Korde gefallen ist, oder? Dann geht das nicht lang. Das verfüllt sich so ein bisschen. Zum Draufsetzen. Boah, das ist dafür. Ich muss immer mich dann da draufsetzen, wenn das was steht. Mhm. Ja, schön hier. Also. Du Baby, dieser grüne Stuhl verfüllt mich ein bisschen nach der Werbung. Da wird was gezeigt. Da gucken wir mal aus der Führung. Zeigen wir mal ganz kurz. In das Audienzzimmer? Ja, guten Tag. Ich bin von Buschka entdeckt Deutschland. Eigentlich von Germany, eh? No, we are from States, United States. Wo kommen Sie denn her? Komm aus. Das ist klar. Wusste ich. Es war ich, habe aber gleich gewusst. Aber Sie kriegen trotzdem. Nein, ich bin ein sehr sympathischer Mensch. Ja. Es ist ein Gutschein. Es ist ein Gutschein, dafür kann man sich einmal im Internet was anschauen. Wir kommen aus Mainz und haben das ZDF gleich davor. Aus Mainz? Wir kommen aus Wiesbaden. Ach so, ja. Hör mal, ab, das, ja, so geht das manchmal. Der Karneval ist endlich vorbei. Aus Bielefeld. Sagen Sie doch mal schöne Grüße an Rob Wiegers aus Erlinghausen. Erlinghausen. Kennen Sie ihn? Kennen Sie Erlinghausen? Ja, natürlich. Sagen Sie doch mal schöne Grüße an Rob Wiegers. An wen? Rob Wiegers. Also schöne Grüße an Rob Wiegers aus Erlinghausen. Ja, kommen Sie sich mal an Rob auf 7Note.de. Nehmen Sie zusammen. Wollen Sie noch was? Warum? Ja, wir sind aber bloß aus Mainz. Ich wollte Ihnen auch was sagen. Dann herzlich eingeladen nach Potsdam. Nach Potsdam? Potsdam, ja. Ja, sehr gern. Mensch, guck mal, was ist denn da? So viel. Ich grüße meinen Freund ganz lieb. Guck, da war noch drauf gewartet. Kennst du nicht den Spiegelsaal? Ich wusste, du würdest mich eines Tages hierher bringen. Ja. Ich habe deshalb für dich ein Müsli-Riegel dabei. Oh. Möchtest du vielleicht auch ein Käsebrot? Nein, danke. Wollen wir uns ein Käsebrot teilen? Ich möchte einen Müsli-Riegel. Okay. Wir können seinen Müsli-Riegel teilen. Und du kannst ihn alleine haben. Nein, ich meine, ich habe so viel Müsli. Sie loswerden. Das ist total blöd, wir kennen es ja alleine. Nee, wir teilen uns ein Müsli. Okay. Aber ich glaube, hier darf man nichts zum Essen. Weiß ich nicht, man darf halt krümmeln auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was das ist. Orni, das ist ja abgekürzt. Okay. Orni. Orni. I'm so Orni. Orni, Orni, Orni. Hm? I'm Orni. So, kannst du es dir schon mal mitnehmen. Mhm. Nicht zeigen, was das für eine Marke ist. Ja. Ich möchte das bitte nicht. So. Korn heißt das. Ah. Ich habe einen ganz anderen. Korn, das ist doch so eine Band, so eine amerikanische Band. Stimmt, aber ich schreibe sich mit K. Einer hat geklaut. Komm mal bitte mit. Ganz tolle Landschaftsmodell bist du. Ach ja, wenn du die Kuh da hinkommst. Nein, guck mal. Wie süß. Oder du bist hier, die sich kennt. Aber kann ich vorne Kohle habe ich hier nicht. Na, die Ömer musst du aufpassen. Da kriegt man ganz weiße Haut von. Ja, aber ist doch scheiße. Kann ich Korsett anziehen? Ja, ja. Hast du eigentlich recht. Mit dir mit so Kuhflaschen. Die Milch macht's. Leute, trinkt mehr Milch. Und die nicht aus China importierte Milch, sondern richtig, was hier hergestellt wird. Von der Kuh, von dem Bauer eures Vertrauens. Boah, das ist so eine Maschine. Damit wurde im Krieg wurden da dechiffrierte Sachen an die U-Boote geschickt. Echt? Wie machst du denn diese Synthesizer-Töne? Meinst du, das ist... Ja, genau das. Genau das. Ich glaube, ich mache das hier mit der Unterlippe und dann die Zähne draußen. Hier unten. Was ist die Stimme? Da steht nichts dran. Hier oben. Du kannst das, du machst das mal. Kann das nicht. Erleben Sie nach der Werbung. Man trinkt aus einer grünen Flasche Mineralwasser. Das ist aber wirklich schön. Ich finde das am schönsten. Indianer, Familie und Selner Bauer. Warum hat der Indianer so ein Geweih?
Und das bedeutet quasi saubillig und noch viel mehr, wenn ich der König der Indianer wäre. Ah ja. Nee, ach, das ist ja ein Fell, was er da aufhört. Ja. Ja, das könnten wir doch auch mal bei Fuß und Krempel. Eigentlich können wir das machen, man kann die Leute das so, ja, gehen Sie mal an die Seite, wir brauchen so 5 Tische und dann nehmen wir das so, ja, oh, das ist aber was wert. Und die wissen ja nicht, dass das hier steht, die haben keine Zeit. Genau. Die kommen von München immer und machen dann die Sendung und wissen nicht, dass das hier in der Vitrine steht. Oh, da ist ja ein Bild, da bin ich ja drauf. Uyanusino Planga, I am just a bird in the sky. Wir haben doch geil die Decke gezeigt, ne? Das hier muss man ja auch mal angucken. Stimmt, komm, wir gucken mal. Das ist ja eigentlich das Tollste. Oh. Mädchen, mach mal gucken. Sieht fast aus wie das Exam. Oder so ein Göttermal. Das ist doch hier bei Zeus. Ach so. Töten Sie schwarmes Tieren, da geht aber einiges. Was ist das? Das war gerade. Das ist in der Zeit. Das Werk tun. Ja. Das war gerade so in der Zeit, wo man dann angefangen hat, die Leute auch realistisch darzustellen. Es gab ja mal eine Zeit, da wurden Leute je nach ihrem Stand in unterschiedlicher Größe abgebildet. Ja, genau. Das war, glaube ich, auch. War nicht Louis so, Cézanne zum Beispiel? Wer? Louis Cézanne. Mhm. Oder Louis Cartos? Irgend so ein. Ach so, eben. War ja nur so groß, ne? Und den so haben sie dann aber größer dargestellt. Riesengroß, ja, damit das was hermacht. Und die Leute nebendran, die natürlich jetzt nicht. Untersichtig. Ja. Yeah. Die haben sie dann dargestellt. Genau. Aber. Du meinst aber Mittelalter. Und den König, der war mal erhaben. Immer groß und hübsch. Ja. Und das Fußvolk, das Gemeine. Das wird immer klein dargestellt. Das war noch zu der Zeit, als man diese Farbperspektive hatte. Genau. Mit dem Blau im Hintergrund. Zum Beispiel. Ja. Ja. Und dann gab es auch die Luftperspektive. Mhm. Welche Perspektive gibt es noch? Die Froschperspektive zum Beispiel. Nein, das sagt man nicht. Nein. 2 Minuten noch. Der Jan macht es hier. Das ist hier wie beim ZDF quasi. Mhm. Ich bin jetzt wieder der Kerner. Ja. Ja, ich fand es ganz toll, dass Sie hier sein konnten. Ja, ich auch. Wir haben also wirklich uns allen erzählt, dass Sie eine Liebesbeziehung zu diesem Ofen haben. Sie können diesen Raum quasi nicht verlassen. Nee, kann ich nicht. Also das ist wirklich schon meine erste Liebe, meine große Liebe. Ja. Und ja, wir haben uns auf einer Party kennengelernt. Und da waren alle, da saßen alle rum und waren so am Posen und dieser Ofen war einfach nur da. Der war. Oder? Der war einfach nur da. Er, die anderen Leute haben ihn übersehen, aber für mich war er der Mittelpunkt des Raumes. Ja, und seitdem, also, ich möchte ihn nicht missen in meinem Leben. Er hat meinem Leben erst einen Sinn gegeben. Aber wie ist denn das, wenn ihr tanzen geht, dann kullerst du den vor dir her, aber das Problem ist, er mag es, wenn du dann so Riemchen-Sandaletten anhast und dann kullerst du es manchmal auf die Füße. Das ist toll, weil der hat Greifisch. Der ist gar nicht so unsportlich, wie er aussieht. Echt? Und habt ihr wolltet auch mal damals, das hast du mir wirklich im Vertrauen gesagt, ihr wolltet Bungee-Jumping machen. Ja. Da ist das Seil gerissen. Er ist aber nicht auseinandergesprungen, weil das ist einfach massiv Blei. Er ist halt hart im Leben. Also er hat das gut überstanden, würde ich sagen. Oder ist das Bronze? Nee, das ist Blei. Er redet da nicht so gern drüber. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ihm das so recht ist, wenn er hat mir mal erzählt, er hat Probleme mit seinem Aussehen. Also er war auch etwas schüchtern am Anfang. Aber du hast ihm dann gesagt, ich mag dich so, wie du bist. Selbstbewusstsein. Er mochte seine Formen nicht, ne? Wie das halt so ist. Aber für mich ist er einfach... Das ist aber doch Bronze, oder nicht? Der Dom ist wollen super wir mal schön. Reingehen? Also ich war nämlich schon mal in dem Dom. Also ich muss jetzt nicht hier alles nochmal neu entdecken, ich war schon mal in diesem Dom. Mensch, der ist aber schön, der Dom.
Da oben, wenn mir das auf den Kopf fällt, dann bin ich ja kaputt. So, das ist jetzt hier diese Gruft. Das ist die Bonifatius-Gruft. Und ich habe jemanden gefunden, der uns was sagen kann zu Reliquien überhaupt. Weil da drin befindet sich eine Reliquie. Ja. Wie ist das jetzt so im, also katholische Gläubige, pilgern hierher, das kann man schon sagen, wegen der Reliquie. Ja. Was hat das damit auf sich? Also generell ist ja im katholischen Glauben, ich muss dazu sagen, ich bin Protestant, aber ich kenne mich da aus, so, dass die Heiligen in ihrem Leben so gottesgefällig gelebt haben, dass sie einen Schatz der guten Taten angehäuft haben. Das heißt, sie haben keine Sünden begangen, sie waren sündenfrei, haben aber trotzdem Gutes getan und sie haben dadurch etwas für die Menschheit erreicht. Mhm. Und wenn ich jetzt hier vor diesem Grab bete, dann kann ich unter Umständen von diesen guten Taten etwas für mein Seelenheil abbekommen. Mhm. Und das, also das glaubt man, wenn man Katholik ist? Ja, es ist ein Dogma der katholischen Kirche, dass die Heiligen als Fürsprecher bei Gott fungieren können und dass diesen Reliquien, diesen Überresten, das heißt wörtlich übersetzt, der Heiligen eben noch diese Heilskraft innewohnt. Mhm. Und wenn ich hier bete, dann kann ich dieser Heilskraft teilhaftig werden. Mhm. Und was ja, was also aus meinem Wissen über die verschiedenen Glaubens, über die verschiedenen Konfessionen herrührt, ist, es gibt bei den Freikirchen und auch bei den meisten protestantischen Kirchen unterscheidet man, also sind eigentlich alle Gläubigen Heilige? Ja, ganz so ist es nicht, sondern alle Gläubigen sind Gotteskinder. Und die, das, was in der katholischen Kirche als Heilige bezeichnet wird, wird in den protestantischen Kirchen, also in den evangelischen Kirchen oder in den Freikirchen, als Glaubenszeugen bezeichnet. Also ich habe das so verstanden. Die werden schon auch verehrt, aber nicht angebetet. Angebetet wird von katholischen Kirchen? Nein, nicht angebetet, sondern als Fürsprecher. Man bittet sie. Das ist auch diese Sache mit Maria. Ja. Maria, bitte für uns. Ja. Da wird dann auch gesagt, okay, das ist auch kein Anbeten. Nein, sondern, weil es gibt ja die Stelle, da kniet jemand vor einem Engel nieder und dann sagt der Engel, steh bitte mal auf. Ja. Es wird Gott angebetet. Ja, es wird nicht angebetet, sondern man bittet kniefällig darum, dass sie einem hilft, dass sie fürspricht bei Gott. Und im protestantischen Glauben ist es eben so, dass man sagt, jeder Mensch, jeder Gläubige hat das Recht, sich direkt an Gott zu wenden und wird genauso von Gott gehört wie auch jeder Heilige. Hm. Und so wie ich das verstanden habe, ist der Tenor der meisten Freikirchen, dass jeder, der durch den Heiligen Geist, also der zu Pfingsten den sogenannten Heiligen Geist empfangen hat, selber auch Heiliger ist. Also da wird das nicht unterschieden. Das ist jetzt einfach meine Erfahrung. Das mag sein, das kann ich jetzt nicht sagen, wie das bei den Freikirchen ist. Ja. Also in der evangelischen Kirche ist es definitiv so nicht, dass sich jeder als Heiliger bezeichnet, sondern man spricht davon der Gotteskindschaft. Wenn der gläubig ist den Heiligen Geist empfangen hat. So, jetzt haben wir das alles abgedeckt. Ja, welche Geschichte steckt denn hinter der Reliquie von Bonifatius und welche Reliquie ist da drin? Also das sind ja meist Knochen. Ja, hier dürfte ziemlich das ganze Skelett noch vorhanden sein. Bonifatius, der Apostel der Deutschen, wird er auch genannt, der hier im Auftrag der Herrscher, der Karolinger, missioniert hat und dann, wie man hier sehr deutlich sieht, im Zuge seiner Missionstätigkeit von den sogenannten heidnischen Stämmen ermordet wurde. Er hat noch die Bibel versucht, über das Kopf schützend hochzuhalten und ist durchbohrt worden. Und das zeigt also die Art seines Todes. Im Hintergrund sehen Sie noch typisch barock die anderen Kriegswaffen, aber von oben kommen bereits die Engel, die ihm den Siegeskranz des Glaubens aufsetzen und den Palmzweig der Friedfertigkeit und unten eben das Grab. Engel heben die Grabplatte, das jüngste Gericht kommt, steh auf, du bist erlöst. Das heißt, man sieht gleich schon eigentlich, wie es weitergeht, sieht man schon in diesem einen Bild vereint. Das ist das Wesentliche eines christlichen Altars, dass er nicht den Zustand der Gegenwart alleine darstellt, sondern auch die Hoffnung auf das Jenseits zeigt. Wie geht es hinterher weiter nach unserem Tod? Was für eine Arbeit ist überhaupt, aus dem Stein zu schlagen? Ja, das war damals, ob man jetzt sowas gemacht hat oder Herrscher, denkt mal,
war Kunst der Zeit und es gab nur zwei Arten von Auftraggebern, die geistlichen oder die weltlichen Herrscher. Und aber das entsprechende Die waren die einzigen, die das Geld hatten. Bürgerlich gab es damals noch nicht in dem Maße. Achso, die Bonifatius Eiche gibt es ja. Was ist das nochmal für eine Geschichte? Ja, das, da hat er angeblich, so geht die Legende, eben eine Donareiche, die von benannt nach dem heidnischen Gott Donar, den die Sachsen verehrt haben, die als Sinnbild des heidnischen Gottes Donar gegolten hat, gefällt, um zu zeigen, dass dieser Gott keine Macht über ihn hat. Und das hat auch geklappt. Und das dafür ist er dann bestraft worden. Das ist wie diese Geschichte mit dem Gott Baal im Alten Testament, ne? Ja. Der Feuergott. Ist ein bisschen anders, weil der Gott Baal hat eine andere Konnotation im Babylonischen als der Gott Donar im Germanischen. Jetzt da muss man vorsichtig sein. Fragen, das was heißt Konnotation? Eine Bedeutung. Mhm. Also okay. eine man damit in Verbindung bringt. Ja, ja. Er hat eine andere Bedeutung, er hat eine andere einen anderen Stellenwert. Nicht nur anderen Stellenwert, sondern auch andere Zuständigkeiten. Mhm. Und der Götterhimmel Babylons, den kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem Götterhimmel Germaniens. Mhm. Okay. Deshalb, ja. Und kann man noch sagen, wo das damals stattgefunden hat? Oder ist das da immer so Legende nach bei den Sachsen. Aber ach so. Bei den Friesen, Sachsen, das ja, es heißt bei den Friesen, da steht es drin, aber ich bin da vorsichtig, ich bin Historiker, nicht Theologe. Mhm. Und als Historiker sehe ich manche dieser Legenden mit ein bisschen Distanz. Es geht darum, was soll den Leuten mitgeteilt werden? Mhm. Was ist der Inhalt dieser Legende? Das ist das eine, die Ideengeschichte. Mhm. Und die historischen Fakten sind eine andere Sache. Da gibt es ja tatsächlich auch außerbiblische Berichte, zum Beispiel von Jesus, von einem römischen Statthalter, soweit ich weiß, dass er dem Grab entstiegen ist. Ja, also dass es an die Seite gerollt wurde. Ja, solche Geschichten. Wollte ich jetzt nicht vertiefen, aber ich habe davon gehört, es gibt bei den Apokryphen, da muss man sehr vorsichtig sein, was da wann von wem gefälscht worden ist, mit welcher Absicht. Nein, ich meine außerbiblische Berichte von einem römischen Statthalter. Ja, ja, schon, aber also da muss man sehr vorsichtig sein, weil es eben da auch Auftragsarbeiten gab und da würde ich jetzt einmal vorsichtig sein, solche Sachen als Faktum zu betrachten. Aber das, was ein römischer Statthalter geschrieben hat, ist doch... Es muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Der wollte vielleicht gewisse politische Karriere machen, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt... Das kennen wir ja auch. Ja? So was kennen wir in der heutigen Zeit. Ich glaube, das ist einfach der Trend. Da hat sich nicht viel geändert. Never leave a winning horse. Ja. Das macht man einfach so. Okay, ich darf mich bedanken. Keine Ursache, gern geschehen. Bitte schauen. Hier oben unter der Kuppel, hier rundherum, das sind die Befehlsengel aufgezeichnet. Aha. Wie heißen die? Gabriel? Michael. Er hört schon auf. Gabriel und Michael. Dann, wie heißen die noch? Petrus. Das ist jetzt natürlich peinlich. Wie heißen die anderen beiden Erzengel? Schreiben Sie das in die Kommentare, bitte. Genau, Gewinnspiel. Was kann man gewinnen? Deine Ohrringe? Unter anderem nicht, ne? Man kann gewinnen ein Exklusivtreffen mit den vier Erzählern. Jetzt muss man sich ja umbringen. Wow, wie lang die sind. Ja cool. Guckt mal, wie süß, liebe Zuschauer. Das ist Anne-Sophie. Und das ist Anne-Sophies Mutter. Anne-Sophies Mutter. Ja, hallo. Sag doch mal bitte zu den Zuschauern. Liebe Zuschauer von Buschka entdeckt Deutschland, freut euch schon jetzt auf Episode 13. 12. Das ist doch jetzt schon 12. Ach so. Das ist doch jetzt schon 12. Ach, stimmt, ja. Magst du nicht? Hallo. Wenn du könntest, würdest du es machen, ne? So ein liebes Kind. Ja, also. Nein? Mhm. Die Anne-Sophie ist eine kleine Fulderanerin. Richtig. Was ist denn hier so dein Lieblingsladen? Wo geht man denn abends mal ein bisschen tanzen? Ins Bett, gell? Ja. Und vorher kriegt man, als Kind ist ja immer super, man kriegt immer Babybrei und diese ganze Schlabberkram. Ich esse das super gerne, darf ich aber nicht. Ich bin ja als Kind quasi schon in den bisschen in den Topf da gefallen und da in den Zaubertrank. Aber du darfst das alles noch immer. Wird so lecker. Und sogar Zahnpasta mit Erdbeergeschmack. Ne? Kirsch.
Was? Ich weiß für alles. Was macht denn die kleine Anne so viel heute noch mit der Mama? Wir gehen jetzt zur Oma, guckt schon am Fenster und denkt sich, was da unten los. Ja. Mal schauen, vielleicht gibt es noch Kaffee und Kuchen. Und wie alt bist du? 9 Monate. Ein bisschen aufgeregt. Jetzt mache ich zum ersten Mal Straßenmusik. Die Johanna, frage ich, ob sie mich ein bisschen begleitet. Aber kannst du wenigstens so bei mir stehen? Ich habe sonst ein bisschen Angst. Okay. Und zwar habe ich mir eine Gitarre mitgebracht. Echt? Aus China. Sie dann aufpusten? Ja. Da kannst du ja gerne mehr singen. Das ist richtig das Rockkonzert. Ich werde jetzt hier ein Straßenrockkonzert geben. Und vielleicht begleitet mich die Johanna. Oh, was denn? Nee, das war der klassische Typ. Das kann man verbinden, wie Evanescence. Ah, ja. Sie können diese Evanescence quasi imitieren. So. Die so, und ich mache dann dieses Rockige. Sie könnten das auch machen, ja. Von der Äußerlichkeit her. Ja, von der Stimme sicher nicht auch. Nee, bestimmt nicht. Sieht gut aus. Ach, Mensch. Papa, der Papa ist zu doof, hier das aufzuputzen, das Boot, das geht immer unter. Mann, doch, super. So, jetzt geht's. Ich spiele gleich ein Lied von AC/DC. Pass mal auf. Sie können sich jetzt ein Lied von AC/DC wünschen. Was höre ich? Thunderstruck, okay. Ja, komm mal näher, das muss man hören. Hier diese Akkorde. Es wird hier abgegriffen überall. Hier wird gespielt. Dann lieber Luftgitarre. Ja, ja, ich brauche von dir quasi. Ja. Es ist ein Regelrecht, kannst du mal gucken? Mal her. Ich bräuchte von dir bitte die Unterstützung, was du machst. Ah, kennst du, ne? Nee. So, ich wage. Thunder! Ja, ja, mal, ah. So. Ah, okay. Komm gleich. Ich gebe dir einen Einsatz für das. Das machen wir dann zusammen. Okay. Bitte. Also, AC/DC für Sie ein Konzert. Bleiben Sie bitte mal stehen, ich brauche Publikum. You can stand and watch the great rock and roll. I just, you know. Das Geld kann man hier reinmachen. In meinen Hut. Pass mal auf. Denn dieser Hut steht mir normalerweise gut. Wir haben schon ein Publikum. Applaudier doch mal. Bevor überhaupt Musik ist. Applaus. Hey, Jubel. Ja, dann müssen wir näher kommen, bitte mal. Also, ne? Haben wir gleich. Warte mal so. Nee, ich muss, glaube ich. Nee, ich muss es anders, gehen. Ja. Ich falscher Einsatz, nochmal. Okay. Thunder! Ich glaub, du kannst das viel besser. Aber kann ich nicht? Du kannst es viel besser als ich. Aber Girl! Thunder! Warte, mach das so hier. Scheiß Parodie. Du musst von unten das machen. Du musst doch von unten auf vor. Pass mal auf. So. Mal kurz gucken, wieder AC/DC. Wieder AC/DC, pass mal auf. Von ganz unten, mach mal bitte von ganz unten. So. Thunder! Thunder! Musst du noch weiter weg? Das muss man, muss das mit den Füßen sehen. Du siehst es mit den Füßen nicht. Du musst richtig vor den Füßen. So, machen wir mal. Nee, ja, das ist weiter weg und das ist ein Blick. Es geht echt um die Füße. Ich geh da runter. Was? Fang an, ich geh da runter. Okay.
So, wer möchte sich ein Lied von ACDC wünschen? Thunderstruck höre ich gerade, pass mal auf. Ja, immer das Gleiche. Ich kann gerade nicht. Irgendwie komisch. Thunder! Thunder! Ja, da musst du echt aufpassen, die holen noch die Polizei. Echt? Ja. Können die doch. Nee, also, jetzt, also. Und jetzt singen wir aber mal ein Lied. Machen wir genau. Such du dir noch ein Lied aus, was ich singe. Singen bitte von Biene Maya, Metallica, Nothing Else Matters. Sing doch Highway to Hell oder so. Also wieder ACDC. Ja. Oh, jetzt ist Sodbrennen. Es kommt auch Sodbrennen am Döner. Ja, das ist. Wenn ich dann singe, ist es ekelhaft. Nee. Wem fällt ein Lied ein, ein Hardrock-Lied, was ich singen kann? Wer mir jetzt ein Lied nennt, was ich singen soll, kann auf der Stelle 10.000 Euro bekommen. 10.000 Euro. Man muss zu mir kommen und kann. Kann 10.000. Es kommt niemand. Achso, ja, ist klar. Sie können uns retten. Ich suche ein Rocklied, was ich hier singen soll. Ausgerechnet bei mir. Ja. Um Gottes Willen. Ja, Sie sind auch gern mal Rocker manchmal bestimmt. Was ist denn das Lied, was ich mal... Ich kann auch für Ihre Frau ein Lied spielen, was Sie ihr schon immer mal schenken wollen. Ja? Wenn Sie das dann drauf schaffen, dann bleiben wir hier. Ja. Ja, wenn Sie das schaffen, dann bleiben wir hier. Ja. Sie, einfach mal Applaus. Johanna, Applaus. Ja. Welches Lied soll ich denn spielen? Ist egal, nur spielen auf dem Ding. La Paloma. Das ist ein anderes Instrument. Sie ist vorbei sein. Schön auch. Na, 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 na. Die Träume von gestern sind morgen ja, also schon verweht. Die Paloma sind etwas unmusikalisch. Ja. Da sind noch zwei Rocker. Zwei Rocker! Okay. Ihr seid meine Rettung. Ich brauche von euch Unterstützung, dass ihr quasi mal mitsingt und auch ein Lied, was gesungen werden kann, ein Rocklied. Nee, singen können wir weiter nicht. Ja, wir haben Hunger. Singen kann niemand hier. Wir haben Hunger. Oder machen wir noch einmal Thunderstruck von AC/DC. Ihr müsst nur Thunder mitmachen, okay? Pass mal auf, das machen wir nochmal. Machst du auch mit? Machst du mal? Thunder. Thunder! Unter welchen Sender machen wir das? Thunder! Ein paar Stichworte zu Fulda. Was ist das toll an Fulda? Versuchen Sie für Fulda Werbung zu machen. In diese Kamera bitte hinein. Ich bin hier geboren und genau darüber. Also da ist das Publikum. Machen Sie bitte Werbung. Das ist ganz wichtig. Hier werden die Bürgersteige um 9 Uhr abends hochgeklappt. Ey. Nein, da ist das Publikum. Versuchen Sie Werbung zu machen. Liebe Leute, kommt nach Fulda, weil. Ja, weil hier ein paar ordentliche Leute wohnen. Aber ansonsten ist Fulda alt. Ansonsten ist Fulda tot. Also leider, ehrlich. Aber ich will jetzt keine. Nee, ich muss ehrlich sein. Aber nee, Fulda ist schon okay. Aber. Aber ja, Fulda ist sicherlich okay, aber was ist das Tolle an Fulda? Ist ja noch mehr. Ist ja richtig, ich hab's ja selber erlebt. Ich war gestern Abend hier in Fulda seit Jahren wieder mal in einem Disco-Sender und ich war alleine dort. Oh. Um 11 Uhr. Was ist denn ein Disco-Sender? Fun Park. Das war tot. Leute, was soll denn noch in Fulda sein? Ach so, in der Disco. Vor 20 alleine. Jahren war ich in der Party. Alleine in der Disco. No, wir waren mit ein paar Leuten dort, aber wir waren ja, alleine. Das war, ach so, ja. Was soll ich in der Musik Fulda machen? Das geht nicht, ey. Aber das ist ja wie in Wiesbaden. Ja. Wenn sie in Wiesbaden so jemand so, hey, Liebe unter den Menschen, dann gehen sie so. Ja, ja. Das ist, wir versuchen, nein, wir wohnen ja in Wiesbaden, deshalb ist es aktuell so, aber es ist wenig. Das Tolle an Fulda sind immer noch die Pommes. Fahren wir die Pommes sind geil, die Pommes sind geil, die Umgebung ist super, sagen wir mal so, Rhön und Fulda und sonst wo, ja, toll, aber irgendwo, es müsste mehr los sein, aber das liegt allgemein, das ist ein Trend in Deutschland, das insgesamt nicht viel los. Kommen Sie doch bitte mal ganz kurz. Wir, nur zu unserer Generation, war keine Scheu. Ja, ihr wart natürlich die. Aber heute. Keine Scheu, junge Frau. Tschüss. Also danke, bitte weiterempfehlen. Rock'n'Roll, jetzt fängt es auch schon wieder an zu regnen. Die Bürgersteige wurden gerade hochgeklappt. Die sind hochgeklappt worden, man hat es gehört. Ein lautes Krachen. Waren da ein paar gute Bilder dabei, Jan? Nee. Okay, ja wie immer. So, liebe Johanna. Sagt man da so zum Abschied, so unter Fernsehleuten? Sag zum Abschied. Goodbye. Leise Servus. Ach, Servus. La 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 la. Johanna, ganz vielen Dank, dass du so lange mitgespielt hast. Ja, gerne. Hat mir voll Spaß gemacht. Ne, dein Publikum, sag nochmal was zu. Also, wenn ihr das seht, dann habt ihr ja schon die Adresse entdeckt, 7load.de. Das ist der Jörg. Ja. Und das ist der Jan. Und die beiden sind richtig cool. Also, weiter sagen.
Das ist normal. Und sie kommen auch in eure Stadt.